Warten wir auf Anna, oder? Nee, nee, wir können ruhig schon anfangen. Und seit sie raucht, ist sie sowieso kaum noch was. Wie bitte? Sie raucht? Ja, also, was soll ich sagen? Pränataler Stress. Das ist wahrscheinlich die erste Frau, die mit der Schwangerschaft anfängt zu rauchen. Das schädigt das Wachstum des Kindes. Bei der Menge, die sie wegzieht, kann er froh sein, wenn er mit 18 an den Lichtschalter kommt. Kleine Menschen haben beruflich viel weniger Erfolg als große. Habe ich kürzlich erst gelesen. Ach, und was ist mit Gerd Schröder, Putin oder Tom Cruise? Ja gut, also er wird sicher kein Schauspieler und auch ganz bestimmt kein Politiker. Vielleicht wird er ja Trommler. Blechtrommler. Oskar Mazzerat? Die Blechtrommel Günter Grass, hallo? Welches Klischee eines Literaturprofessors erfüllst du eigentlich nicht? Asterix. nee. Aber es gibt schon einen historischen Bezug. Ah, Arthur. Mm-mm. Abraham. Alexander? Nein, immer noch nicht Alexander. Historischer Bezug, aber nicht Alex A. Attila. Nein. Anatol. Welche historische Figur heißt denn Anatol? Na, der Anatol. Ihr wisst schon, gibt's da nicht diesen berühmten Anatol aus Deutschwestern? Apollo? Genau, Apollo 13. Houston, we have a problem. Ja, dann weiß ich auch nicht. Augustus. Nein. Hm. Artemis, mehr fällt mir echt nicht mehr ein. Du meinst Aramis? Wieso? Artemis ist die griechische Göttin der Jagd. Und Aramis? Ist einer der drei Musketiere. Wir nehmen Aramis. Nein. Dann sag's halt. Adolf. Ich schrecke vor Hitler nicht zurück, im Gegensatz zu dir. Du machst deinen Adolf erst zu einer Ikone des Bösen, zu einem Mythos. Du sprichst Hitler heilig. Thomas, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ich spreche Hitler heilig? Ja, nicht nur du, ganz Deutschland. Hitler beherrscht uns doch noch immer. Stefan, guck mal, auf jedem zweiten Spiegelcover Hitler. Überall Hitler. Und warum? Hitler ist ein Popstar, den Leute wie du am Leben erhalten. Leute wie ich? Ja, nicht irgendwelche rechten Populisten, nicht die alten Nazis, nicht die ausländerfeindlichen Idioten, nein. Sogenannte Linke, die behaupten, gegen Hitler zu sein, die sich aber jeden Abend auf Phoenix an seinen Verbrechen aufgeilen. Muss ich mir sowas anhören? Ich guck ja lieber Arte. Ich behaupte nicht nur, gegen Nazis zu sein, ich bin es. Selbstverständlich. Stefan, selbstverständlich bist du gegen Nazis, aber selbstverständlich heißt doch im Klartext, dass du nichts machst. Ich spende für Flüchtlinge. Ja, deine alten Kordanzüge. Damit sie scheiße aussehen, wenn sie in Sachsen verprügelt werden. Oh, Respekt, Stefan. Vive la Résistance. Aber du setzt ein Zeichen gegen Nazis, indem du deinen Sohn nennst wie den größten Obernazi. Genau. Indem ich meinen Sohn Adolf nenne, gehe ich den ersten Schritt, um den Mythos Hitler zu zerstören. Thomas, ich habe da mal eine Frage. Es wäre total nett, wenn du die ehrlich beantwortest. Bitte. Hast du Drogen genommen? Ein bisschen die Nase gepudert? Ich meine das ganz wertfrei. Ich möchte deine Aussagen nur einordnen. Stefan, das ist jetzt aber auch ein bisschen unsachlich von dir. Ich will ihn doch nur verstehen. Ich räume jetzt ab. Ich bereite den nächsten Gang vor. Und wenn ich zurückkomme, dann sprechen wir hier über was anderes. Wir suchen einen neuen Namen. Hast du eine Idee? Josef, wie unser Opa, ist klassisch, ist nicht zu verbraucht. Mit F oder PH? Josef geht nicht. Oder Stefan, ich bin ja geschichtlich nicht so bewandert wie du, aber gab's da nicht einen anderen berühmten Diktator? Stalin. Ah, ja, richtig. Josef, Stalin. Josef ist zwar auch der Name vom Vater von Jesus, aber der Josef kam danach und gab den Namen seinen ganz persönlichen Touch. So geht auch deine Logik, oder, Stefan? Ja, das wäre das Prinzip. Im Prinzip. Also, tschüss, Josef, tschüss, Erich. Und tschüss, Ben. Ben? Ja, Stefan, ich habe ja nicht studiert, aber in Italien, da gab es doch auch mal so einen, oder? Ah, Benito Mussolini. Ha, ja, richtig. Und wieder unzählige Tote? Benito, Ben, Benedikt. Unseren Papst hat's nicht gestört, aber Stefan ist ja päpstlicher als der Papst. Ach so, nicht zu vergessen, Hitlers Gang. Tschüss Heinrich, tschüss Hermann. Und nochmal tschüss Josef. Was ist mit deinem Patenonkel Fritz?
Fritz Hamann. War das der Serienmörder? Mhm. Ja, wie viele Opfer hatte der? Um die 20. Um die 20. Ja, ist immerhin ein Achtungserfolg, oder? Das war lächerlich. Nee, nee, sag mal, Stefan, ab wie vielen Toten ist ein Name für immer verbrannt? Was ist denn da so der Grenzwert? Das wäre so blöd. Ich nicht doch was essen? Nein. Du isst doch jetzt für zwei. Nein. Genau. Nach allem, was man so hört, wächst in dir eine Führungspersönlichkeit heran. Was ist los? Sie finden den Namen unseres Sohnes eher so suboptimal. Du hast ihn schon verraten? Mhm, konnte nicht widerstehen. Er war so stolz. Und ihr findet ihn nicht geil? Nein. Wir finden ihn nicht geil. Schon allein, weil geil ein Unwort ist. Das nicht nur nichts mehr in seiner ursprünglichen Bedeutung im germanischen Geiler und im Altmittelhochdeutschen für üppig, kraftvoll, lustig, froh zu tun hat, sondern darüber hinaus auch noch ein vulgäres Synonym ist. Nicht nur mit sexueller Konnotation, sondern dass die groteske Geizesgeierentwicklung dieser Gesellschaft widerspiegelt und mit dem nichts, aber auch überhaupt nichts im Wortschatz eines Menschen über 18 zu suchen hat. Sie finden ihn nicht geil. Schade. Na ja, also, wir waren ein bisschen überrascht. Wir sagen entsetzt. Das tut mir krass leid. Also, wir dachten, die Anspielung, die gefällt euch. Die Anspielung. Genau die hat uns nicht gefallen. Guck mal, ganz der Papa. Mein Neffe. Oh, nö. Also, ich erkenne da gar nichts. Habt ihr schon einen Namen? Ratet. Max? Nee, nee, das ist zu häufig. Luca? Nein. Donald. Fängt mit A. Alexander. Kalt. Andreas. Origineller. Asterix. Arthur. Abraham. Attila. Dann sag's halt. Adolf. Adolf. Kinder. Echt jetzt? Wie Adolf Hitler? Sag mal, bist du bescheuert? Du musst es nicht gleich austicken, nur weil wir einen besonderen Namen ausgewählt haben, sind wir noch lange nicht bescheuert. Guck mal. Hebt ihr nicht sogar den rechten Arm? Wenigstens mit PH? Und nicht gleich mit Akzent aigu. Adolf. Das heißt, ein Name wie Pumuckl wäre in Ordnung. Pumuckl hat nicht halb Europa ausgelöscht! Wann wollen wir eigentlich essen? Hm? Sie finden den Namen unseres Sohnes eher so suboptimal. Wir dachten, die Anspielung gefällt euch. Du bist der fleischgewordene Beweis dafür, was beim Bildungsauftrag schiefläuft. Fick dich! Wow, wow! Du bist ein pseudo-intellektueller Poser. Jemand Nachtisch? Ihr denkt, ich bin schwul. Aber ich bin nicht schwul. Hast du wen kennengelernt? Und wie ist die so? Jemand, den du kennst. Nee, oder? Das läuft schon so lange, sagst du. Oh mein Gott. Und dann haben wir miteinander geschlafen. Nur um im Mittelpunkt zu stehen. Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Ihr könnt mich alle mal! Mama, nimmst du etwa Drogen? Ich kiff doch nur. Hör jetzt auf zu trinken. Ich fang gerade erst an. Ich lass mir nichts von jemandem sagen, der seine Kinder Caius und Antigone nennt. Oh.